Zuletzt bei The Last of Us Part 2. Auf der Suche nach Owen wurde Abby von den Scars gefangen genommen. Als bereits ein Strick um ihren Hals gelegt wurde, um ihr Leben zu beenden, überfielen zwei Scar-Kinder das Lager und sie befreiten Abby und konnten gemeinsam mit ihr flüchten. Einem von ihnen wurde allerdings mit einem Hammer mehrfach der Arm zertrümmert. Nun müssen sie sich einer Horde Infizierten stellen, um einen sicheren Platz zu suchen. Hey meine lieben Freunde, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 2. Beim letzten Mal sind wir äußerst knapp den Tod entronnen. Wir wurden von irgendwelchen verrückten Scars in den Wald verschleppt, aufgehangen. Aber diese beiden Kollegen hier konnten uns retten. Ihr haben sie den Arm zertrümmert. Super kranke Szene. Und jetzt sind wir auf der Flucht. Er scheint sehr begabt mit dem Bogen zu sein. Und ich hoffe, dass er und Abby es schaffen, uns gegen die Infizierten zu verteidigen. Weil hier sind ordentlich viele von denen. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass hier kein Shit passiert. Es ist verdammt dunkel. Und hier scheinen wirklich überall Infizierte zu sein. Die beiden nennen sie Dämonen. Das lässt ein bisschen darauf schließen, dass die vielleicht von der normalen Welt nicht so viel mitbekommen. Also, dass die gar nicht wissen, dass die Infizierte genannt werden oder so. Also, vielleicht ist es irgendwie so eine Art Waldvolk oder sowas, die vielleicht etwas außerhalb von der Zivilisation leben. Ich bin selber noch nicht ganz dahinter gestiegen, aber naja, ich sag mal, in der Not verbündet man sich mit jedem, der auch ums Überleben kämpft. Und jetzt gucken wir mal, wo es für uns hingeht. So, ich habe irgendwie gerade die Orientierung verloren. Hier rüber geht's. Ah, der kleine Junge ist sogar schon da. Wie seht ihr eigentlich was ohne Lichtquelle? Vielleicht sind die nachtaktiv oder so. Keine Ahnung. So. Hier liegt ein bisschen... 8 Pillen. Sehr schön. Ich muss mich mal wieder kurz auf den aktuellen Stand bringen. Die letzte Aufnahmesession ist ein bisschen her. Wir haben 45 Pillen. Wir brauchen nur noch 50 für die 25% verbesserte Gesundheit. Das wäre dann, glaube ich, der zweite Tech-Tree. Oder? Ah, nee, mit ihr der erste Tech-Tree, den wir durch haben. Ich vergesse immer, dass ich ja mit Ellie, also es ist so, wenn man zwei Charaktere hat, ist es immer ein bisschen schwierig, so einen Überblick zu behalten, was man jetzt mit wem gelevelt hat und so weiter, aber na, ich finde Abby allgemein einen sehr coolen Charakter. Dadurch, dass jetzt, sage ich, auch mal ein bisschen Zeit vergangen ist, konnte ich jetzt nochmal so ein bisschen reflektieren, wie der Charakterwechsel und so weiter war, und ich muss ehrlicherweise zugeben, auch wenn ich weiß, dass dieser Wechsel zu Abby für viele Last of Us Spieler ein Punkt war, das Spiel schlecht zu bewerten, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass dieser Charakterwechsel dem Spiel extrem gut tut. Ich bin großer Fan, dem weichen wir mal aus. Ich bin großer Fan von Abby als Charakter. Und ich finde bisher diese... Wie soll ich... Oh, tschüss. Der kleine Junge hat gerade einen Infizierten umgebracht. Der Infizierte hätte mich böse erwischt. Also ich muss sagen, ich bin von der Abby-Timeline bisher sehr, sehr positiv. Bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber gestimmt. So, da ist eine Tür, da geht die Story weiter. Ah, warte mal, hier könnte ich mich auch durchzwängen. Moment. Jetzt eins nach dem anderen. Ich vermute, die große Tür wird uns weiterführen. Dann sollten wir die Zeit davor auf jeden Fall noch nutzen, uns Sachen zu machen. Ich könnte uns Granaten craften. Das Problem ist, dass ich dann aber eine Flasche verbrauchen muss. Und die Flaschen will ich eigentlich für meine Schalldämpfer behalten. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, you don't say. Aha! Wenn man vom Teufel spricht, eine Viertelflasche. Besser als nichts. Okay. Hier ist, glaube ich, noch ein kleiner Secret-Raum oder sowas. Was heißt Secret? Aber so ein bisschen schon. 9 Metall, 4, was war das, glaube ich? Ich glaube, Gewehrmunition. Okay. Schauen wir mal nach, was hier los ist. Ich bringe euch durch. Ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Na, ich denke, sie wird nicht mehr viel klettern. Was? Als ob... Die mit dem Arm? Ist die verrückt? Lass doch den kleinen Jungen das machen. Oh, shit. Oh, no. Sind die Infizierten hinter uns? Oder wo genau sind die? Warte mal, hier kann ich was aufprügeln. Hinter mir ist ein Infizierter. Muss ich hier lang? Ich bin gerade nicht... Oh, hier ist noch ein kompletter Raum, den ich noch nicht gelootet habe. Einen Moment. Oh, shit, hier sind richtig viele. Muss ich gegen die kämpfen? Bam, sehr schön.
Sehr schön ausgewichen. Ich weiß es nicht, ob ich gegen die kämpfen muss oder ob das jetzt so eine unendliche Welle ist. Okay. Aber ich bin böse am Arsch auf jeden Fall. Erstmal. Oh nein, ein Klicker? Oh nein, 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 nein. Don't do this. Mach das nicht. Mach das nicht. Okay, 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 okay. Heilen ist jetzt nicht. Das war ein Headshot. Sehr schön. Nein, 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 nein. Mach nicht diesen. Nein, nein. Oh, ich habe noch ein Messer. Holy shit. Das hat mir gerade so hart den Arsch gerettet und jetzt hat er Sinn. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich da umgehen muss. Also ob ich das, also ob ich flüchten muss oder kämpfen muss. Und dann ist mir jetzt irgendwie klar geworden, dass ich kämpfen muss, bis der kleine Junge das Tor geöffnet hat. Aber die Erkenntnis kam etwas zu spät. Okay. Vor allem, ich glaube, die sehen mich auch direkt. Ja, das heißt, schleichen oder flüchten bringt jetzt hier nicht so viel. Warte mal, alle, die jetzt noch hier so lappenhaft unterwegs sind, die verprügel ich noch. Und dann spare ich mir die Munition für den Klicker auf. So, sobald ich den Klicker höre, wird hier die Schrotflinte auf jeden Fall bereit gemacht. So, wenn die alleine sind. Ah, nein, 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 nein. Okay, das Messer nehme ich direkt. Scheiß drauf. Hauptsache nicht zu viel Leben verlieren. Oh, da sind nochmal zwei. Oh, da ist, ob ich jetzt einfach so simpel meine Munition herschenke. Oh Mann. Oh nein, da ist er, da ist er. Okay, jetzt aufpassen. Direkt die Schrotflinte ziehen, direkt die Schrotflinte. Sehr schön, der ist down. Da ist noch einer. Lauf, 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 lauf. Nachladen. Nachladen. Das. Oha. Der ging direkt in den Kopf. Das ist, schön. Ich glaube schon, dass sie ihr helfen. Ich glaube schon, dass sie ihr helfen. Bloß der. Ich meine, sie ist nicht zu gebrauchen mit ihrem Arm. Und er ist ein kleiner Junge, so, wenn da jetzt irgendwas Schweres die Tür verklemmt, so, er kriegt das nicht einfach so auf. Aber das Tor ist immer noch nicht auf. Warte mal, ist hier noch jemand? Da kommt ein Klicker, kann das sein? Ja. Okay. Kommen da zwei Klicker? Ich glaube, da kommen zwei Klicker. Holy shit. Was ist das jetzt für eine Überlebenspassage? Ja, okay, komm. Scheiß drauf, in den Schädel. Da vorne kommt noch einer. Oh nee, da brauche ich nicht. Ich wollte gerade in den Nahkampf gehen, aber gegen Klicker braucht man nicht in den Nahkampf gehen. Jetzt habe ich keine Shotgun-Munition mehr. Der droppt nochmal drei. Äußerst gönnerhaft. Da kommt noch einer, oder? Nee, das ist ein Infizierter. Den machen wir so weg. Sehr schön. Aber ich höre noch meinen Klicker, ja. Ja. In den Schädel. Nein, da ist noch einer. Bitte nicht den Klicker, bitte nicht der Klicker, bitte nicht der Klicker. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Als ob der mich erwischt. Hatte ich nur noch so wenig Leben? Oh, was ist das für eine Passage? Okay, ich muss mir auf jeden Fall... Warte mal, ich hau jetzt direkt eine Heilung raus. Ich sollte vielleicht nicht mit einem... Mit zwei Fünftel Leben hier rein starten. So, und gegen die normalen Infizierten nehme ich jetzt noch die Pistole. Und die Klicker kommen ja erst... Nee, warte mal. Sind wir schon in der Klicker-Passage? Ich höre jetzt schon Klicker. Ich glaube, wir sind schon im zweiten Teil des Kampfes. Ja, wir sind schon im zweiten Teil. So, der klemmt sich da durch. Dann schießen wir ihn direkt in den Schädel. So, der nächste Klicker kommt von da. Ich muss direkt aufpassen, den in den Schädel zu schießen. Dass ich nur einen statt zwei Schüssen brauche. Das ist tatsächlich, glaube ich, sehr, 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 sehr notwendig. So, aber jetzt, hier ist nochmal drei Shotgun-Munition. Da laden wir jetzt instant nach. Oh, nee. Oh, ich sehe oder höre die nicht. Es ist saudunkel. Du kriegst nichts mit in dieser Passage. Da ist aber ein, das, nein, ist das ein Klicker? Nein, auch nicht. Aber irgendwo ist hier einer. Ja. Oha. Ich krieg's nicht hin, gerade einen Überblick zu bewahren, ganz ehrlich. Okay. Direkt wieder Heilung. So. Warte mal, da vorne klemmt sich jetzt ein Klicker erstmal durch die Enge. Dann glaube ich, kann ich hier noch mit dem Gewehr was regeln. Oder? Kommt der von hier? Genau, der kommt da oben runtergehüpft. Oh nein, der kommt von hier? Oh mein Gott, das war einfach ein Headshot. Und das auch. Okay, so effektiv habe ich, glaube ich, noch nie einen Klicker zur Strecke gebracht. Da kommt der nächste. Oh nein, das war nichts. Ja, sehr schön. Ist die Schrotflinte nachgeladen? Nein, ist sie nicht. Okay, warte mal, da nehmen wir die Pistole. Genau. Da kommt nochmal irgendwo einer. Da. Zack, der ist jetzt schon geschwächt. So, jetzt laufen, 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 laufen. Hier ist irgendwo ein Klicker unterwegs, glaube ich. So, Shotgun nehmen, ja. Headshot. Oh mein Gott. Aber man hat ja auch kaum Platz, sich zu bewegen. Man hat ja auch kaum Platz, sich zu bewegen. Gucken. Oh mein Gott, hier ist so einer. Das ist nicht dein Ernst.
ich geh drauf, ich glaube, ich geh drauf. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ich muss mich irgendwo heilen. Ich geh jetzt erstmal in diesen Raum und heil mich. Wenn ich jetzt die Heilung nicht rausbekomme, ist vorbei. Okay, okay, wo ist der? Okay, wir chillen jetzt beide da. Holy shit, was geht ab? Der ist down. Sehr gut. Ah nein, der explodiert ja nochmal, wenn er am Boden liegt. Lass mich hier durch. Ich muss mich nochmal heilen. Okay, ich glaube, das könnte der Endboss sein. Also... ich glaube, zwei von denen erwartet das Spiel hoffentlich nicht, dass... der ist auch down. Ist die Tür offen? Nein, immer noch nicht. Hier, hier, hier. Habt ihr gesehen? Der hat mich da gerufen. Holy shit. Rein da, rein da, rein da. Kommt da einer, kommt da einer? Die Passage war krass. Die war wirklich schwer, die war wirklich schwer. Weil man, es war ein sehr kleiner Raum. Und man hat halt nichts gesehen. Die standen auf einmal neben einem. Nur eine Minute. Du musst dich gut festhalten. Dass sie mit dem Arm immer noch unterwegs ist, ist krass. Aber das ist, glaube ich, Überlebensinstinkt. Ich glaube, wenn dein Leben auf dem Spiel steht, dann bist du, glaube ich, in der Lage, jede Form von Schmerz zu ertragen. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Und vor allem, nachdem die ihr den Arm so zertrümmert haben, wird er mit Sicherheit auch bluten. Also sie wird massiv viel Blut verlieren. Abby hat natürlich beim Militär gelernt, wie man mit Verletzten umgeht, dass man sie erstmal beruhigen muss, vermutlich. Da. Geht nicht auf. Probier die anderen. Wo sind wir hier? Da hängt ein Container an dem Kran. Sind wir im Hafengebiet? Sind wir... ist hier irgendwo das Riesenrad? Das war ja das ursprüngliche Ziel unserer Reise. Bis dieser ganze Horror losging. Okay, er hat was gefunden. Ich glaube aber nicht... oh, ich weiß nicht, ob sie es packt. Also der Arm wird auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen sein. Vor allem, weil sie auch keine ärztliche Hilfe bekommt. Mach zu. Hilf mir bitte mal. Oh Gott. Oh. Ich will das nicht sehen. Okay, es geht sogar. Hey, oh. Das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Als ob man das wirklich verarzten kann. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Ja, eine provisorische Schiene bauen. Damit der Arm besser... oh Gott! Warum müssen die auch immer genau da drauf draufhalten? Oh, die ist super blass. Oh, das ist nur das Licht. Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. Die lässt die im Stich? Gegend ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Ja. Aber da ist das Riesenrad. Okay, wir haben den Scars Horror. Ich denke, relativ gut überstanden, wenn man das so sagen kann. Ja.
Es ist so dunkel und dann auch noch gepaart mit dem Regen. Man erkennt wirklich nicht viel. Oh, eine Werkbank. Ah, Moment. Überall, wo eine Werkbank ist, liegt auch noch ein bisschen Metallschrott rum. Und ich den sammle ich jetzt erstmal ein, bevor ich jetzt hier mich um meine Verbesserung kümmere. Ich glaube, irgendwas wollte ich doch verbessern. Irgendeine Verbesserung hatten wir doch, auf die ich gespart habe. Das weiß ich ja noch ganz genau. Wir schauen gleich nach. So, diese andere teure Verbesserung. Es gibt ja für eine Waffe immer so diese eine ultimative Verbesserung für 80 oder 100. Hier, genau. Das Zielfernrohr war es hier. Genau, einfach genau. Schadenserhöhung. Safe. Auf jeden Fall. Das ist super sinnvoll. Aber es kostet nur 60. Warte mal. Was ist, wenn ich hier den Feuerstoß aktiviere? Er kostet 80. Modifiziere den Abzug so, dass mit Dreieck ein Feuerstoß mit 3 Patronen ein- oder ausgeschaltet werden kann. Ja, ich muss eigentlich sagen, ich finde das ganz in Ordnung, dass das eine halbautomatische Waffe ist. Ich brauche den Salven-Modus gar nicht unbedingt. Wir erhöhen mal den Schaden der Shotgun. Die Schrotflinte ist eine sehr, sehr schöne Waffe. Gerade wie jetzt, gerade in diesem Kampf, ne, da so Close Combat. Wenn du einfach nicht siehst, von wo jemand kommt, du musst schnell, effektiv viel Schaden rausdrücken. Oh, schau dir mal diesen Lauf an. Oh, ich liebe es, wie hier optisch die Waffen verbessert werden. Oh mein Gott, so schön. Und dann noch die Nachladegeschwindigkeit, ja. Das halte ich für... Ich glaube, die Schrotflinte verbessern ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Das ist genauso wie beim Revolver. Das sind also vorgefertigte Munitionsclips, die man dann wahrscheinlich dann in die Waffe schieben kann. Und dadurch muss man nicht quasi doppelt nachladen, sondern kann einfach nachladen. Schönes Teil auch. Ich glaube, in diesem Munitionsgurt waren gerade genau so viele Patronen, wie wir aktuell besitzen. Ich schau mal nach. Ja, nur noch ein Schuss. Mega gut. Detailarbeit on point. So, ist hier nichts außer der Verbesserungstisch? Ist das ein reiner Bonusraum? Oder geht es hier da oben irgendwo weiter, was ich gerade nicht sehe? Nein, ich glaube, das ist ein reiner Bonusraum. Ich glaube, den hätte man auch ganz entspannt verpassen können. Und dann hätte man mit Abby jetzt nicht mal eben schnell 100 Metall verarbeiten können. Okay. Ich dachte echt, das wäre... Oder... Hä? Ich bin verwirrt, meine lieben Freunde. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genügend Pillen, dass wir auch hier das Gesundheits-Upgrade noch machen können. So, und damit hätten wir den Einsatztaktik-Tech-Tree voll durch. Was wir dann als nächstes nehmen, das überlegen wir uns dann, wenn wir genügend Pillen haben. Geht's denn hier weiter? Hä? Okay, aus ich finde viel Bonus-Content wird gerade, ich habe keinen Schimmer, wo es lang geht. Vielleicht doch beim Verbesserungstisch? Habe ich da doch den Weg übersehen? Oder muss ich gar nicht über den Zaun? Ich bin auch manchmal wirklich so ein kleines Navigationstalent. Okay, schauen wir noch mal rein. Ist hier irgendwo eine Tür? Hier, die. Also. Wie konnte ich die denn nicht... Okay. Das streichen wir aus dem Skript. Was zur Hölle? So, dann müssen wir jetzt hier reinschauen. Ich gebe hier ein bisschen was hier... Oh, 19 Pillen. Also mit Abby findet man auf jeden Fall größere Pillenpakete. Gefühlt. Wahrscheinlich, weil die Spielzeit mit ihr nicht so lang ist und man deswegen nicht so viel Zeit hat, so viele Pillen zu verstecken. Deswegen, wenn man dann quasi welche findet, ist es dann ein größerer Haufen, dass man schnell an die Upgrades kommt. Okay, und da oben ist ein offenes Fenster. Da können wir raus. Wie weit ist es denn noch bis zum Riesenrad? Ich habe es vorhin gesehen. Oh, no. Haben die uns gesehen? Ja, haben sie. So, sobald wir einen Infizierten an der Wand haben, ist der quasi instant down. So, und jetzt aufpassen. Da ist ein Klicker, oder? Ist das ein Klicker? Ja. Yeah. Okay, aber der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen, glaube ich. Okay. Dann machen wir das so. Und da auch nochmal in den Schädel. Sehr schön. Ja, wenn die alleine sind, dann kann man sich ein bisschen Zeit fürs Zielen nehmen. Das ist dann insgesamt ein bisschen entspannter so. Ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal ein Medikit. Wir haben vorhin sehr viele verbraucht. Aber es habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich zu geizig mit den Medikits bin. Ich meine, man macht sie ja, um sie zu verwenden. Wenn man halt mal nicht so glorreich kämpft... Oh, no! Wenn man mal nicht so glorreich kämpft, dann muss man die halt verwenden. Auch wenn es im ersten Moment so wehtut, weil man die ungern verbraten will. Auch ein Headshot. Ey, schön. Was ist mit meinem Aim heute los?
Nicht schlecht. Okay. So. Muss jetzt hier aufpassen. Ist hier alles jetzt wieder infiziert und verseucht? Wobei, wenn hier wieder Stalker unterwegs sind, dann campen die ja sowieso hinter den Ecken und so. Dann kann ich die ja sowieso nicht orten. Aber warte mal. Das klingt nach Klicker. Ja, das klingt eindeutig nach Klicker. Aber genau dafür haben wir ein Zielfernrohr hier auf diese Waffe gepackt. Genau dafür. Das waren 2 Headshots. Oh shit. Das war auch ein Headshot und jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich habe wirklich gleich keine Munition mehr. Vielleicht hätte ich hier eher sneaken sollen. Oh shit, den habe ich null gesehen. Aber ich bin gerade gut aus. Ist das ein Scar? Nee, das ist ein. Doch, das ist ein infizierter Scar. Ich dachte gerade erst, es wäre ein lebendiger. Oh, holy shit. Okay. Aber außer meiner Pistole habe ich nur noch einen Shotgun-Schuss. Ich muss Munition finden. Das ist alle. Ich fühle mich langsam recht hilflos. Aber hier in dieser Containersiedlung ist er. Ich hätte, glaube ich, nicht auf alle schießen dürfen. Ich hätte versuchen müssen, den einen oder anderen per Schleichangriff rauszunehmen. Aber ich bin gerade so selbstbewusst, was meine Präzision angeht. Da keine Ahnung. Da dachte ich, irgendwie schießen wäre die klügere Variante. Vielleicht haben die ja was gedroppt. Na, nur Spiritus, also Alkohol. Ich sag immer Spiritus. Aber es geht ja eigentlich nur drum. Ich sag immer Spiritus, weil ich mir halt denke, so wenn man irgendwie Bandagen macht aus Lumpen und sowas, da brauchst du ja irgendwas, was desinfiziert. Weil, desinfiziert Spiritus? Sagen wir einfach Alkohol, okay? Alkohol ist auf jeden Fall die allgemeingültigere und sinnvollere Sache. Aber wir sind doch auf gar keine Sporen getroffen, oder? Ich frag mich die ganze Zeit immer noch, ob Abby eine Gasmaske dabei hat. Ist das ein Kind? Nee, das sah aus der Entfernung so aus, als ob das ein Kind wäre. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Alabama. Sweet home, Alabama. Aber da vorne ist das Riesenrad. Wir sind nicht mehr weit weg. Ja. Ah, okay, aber das... Oh, shit. Ich hoffe, du kannst schwimmen, Madame. Stell dich mal vor, würde jetzt ein Hai kommen oder so. Ich würde mich übelst einscheißen. Und da geht's raus. Ja, theoretisch könnten wir ja rüberschwimmen. Ich meine so, why not? So stürmisch ist die See jetzt auch nicht und die Distanz ist jetzt auch nicht so hoch, aber ich sag mal, über Land ist halt auf jeden Fall die angenehmere Variante. Das kann man als Spieler so echt sagen, ach, der Charakter kann doch einfach mal da kurz ein bisschen schwimmen. Aber ich glaube, wenn man selber in der Situation wäre, würde man das Schwimmen auf jeden Fall nicht bevorzugen. Wobei es halt ein direkter Weg ist und die Infizierten schwimmen ja auch nicht, also es ist wahrscheinlich schon die safere Variante. Ah, komme ich da durch? Kann ich mich da durchpressen? Ja. Soll ich einfach schwimmen? Ich tue es jetzt einfach. Ja, ich glaube, das Spiel will auch, dass ich schwimme. Jetzt aufpassen, dass mir nicht gegen die, gegen das Holz jetzt irgendwie von den Wellen geschleudert wird oder so. Das kann äußerst schmerzhaft werden. Aber ich glaube, wir sind da. Ist das ein Tanker? Oh, wir kämpfen jetzt durch ein Schiff. Das hat ein bisschen Resident Evil Touch. Ich glaube, das 7er ist es, oder? Wo man am Ende auf einem Schiff unterwegs ist. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon. Da habe ich das LP bei Domi gesehen damals. Ich glaube, das war das 7er. Aber auf einem Schiff kann halt auch verdammt viel Vorräte. Können verdammt viel Vorräte sein. Will, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir sie nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Oh, ich glaube, Quinn hat die Grippe nicht überlebt. Und ich glaube, das ist ihr Mann. Oh nein, und ist denn hier auch ein Kind, wenn sie von dem kleinen Bienchen geredet haben? Oh no, please no. Wobei das Spiel allgemein bisher mit Kids, sage ich mal, recht vorsichtig war. Also es waren eigentlich fast immer Erwachsene. Ich mache direkt nochmal hier ein Munitionspacket.
Medi-Package. So. Die Waffe ist nachgeladen, die ist auch nachgeladen, die ist auch nachgeladen. Sehr schön. Aber sehe ich das richtig, dass wir ja Pfeile gefunden haben? Das kommt mir jetzt gerade erst. Wir haben ja Pfeile gefunden. Oder ist das nur... Nee, das waren Pfeile, die wir gerade gefunden haben. Das heißt, der Bogen für Abby ist auch nicht mehr weit. Zumindest hoffe ich das. Weil der Bogen eine verdammt angenehme Waffe ist. Das würde ich definitiv bevorzugen. Boah, wie schön. Jetzt ist aber wieder die Frage, wo ich lang muss. Kann ich hier hochklettern? Ist das möglich? Ah, nee, hier ist eine Treppe. Okay. Steht hier was? Passenger Assembly Station. Tja. Passenger und Station ist klar, ne? Passagierstation. Aber was ist die Assembly? Sprachenlernen, Bubble und so. Oh! Nein, kein Bogen. Eine Armbrust. Ja, das passt zu Abby. Das passt zu ihr. Ah, und jetzt kommen auch direkt Infizierte. Ne? Das ist jetzt wieder die Armbrust-Tutorial-Station. Immer so. Wenn man eine neue Waffe findet, ist man immer zufälligerweise gerade in der Passage, um sie einzusetzen. Oha! Und vor allem die Armbrust passt halt auch so gut. Oh mein Gott, Abby mit Armbrust ist fucking cool. Das ist so richtig badass. Und ich kann den Bolz noch wieder verwenden. Pfeile von Armbrüsten sind stabil und können häufiger eingesammelt werden. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Das ist mir bei den Pfeilen aufgefallen, dass man die ja wirklich kaum einsammeln konnte. Also da war ja legit quasi nichts einzusammeln. Der ist jetzt kaputt gegangen. 16 Pillen. Okay, ich schau gleich mal dann in den Tech Trees, ob da irgendwas ist, um die Armbrust zu verbessern. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Danke für Ihre Hilfe mit dem infizierten Passagier. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos. Und ich halte nichts davon, dass der Captain weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können da nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser 4 infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem oberen Achterdeck. Die Kombination ist 90-77-11. Okay. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Okay, 90-70-11. Ich meine, wir können notfalls noch nachgucken, aber ich finde es immer cool, wenn man sich das merkt. Alles klar. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Das habe ich schon festgestellt, weil auch mein Schleichmodus mir auch schon angezeigt hat, dass über uns was ist. Die Frage ist, hier geht's hoch. Okay. Na dann schauen wir mal. Wir machen mal weiter die Armbrust-Action. Oh, das ist so cool. Mach aus dem Bogen der Armbrust und alle sind wieder happy. Es kann so simpel sein. Da drüben sehen nämlich auch. Okay, jetzt muss ich aufpassen. So. Ich weiß nicht, ob ich in den Kopf schießen muss. Ich vermute bei Klickern schon eher. Aber ich muss sagen, ich will es gar nicht probieren, nicht in den Kopf zu schießen. So. Kopfschuss ist auf jeden Fall safe. Sehr schön, da ist eine Tür. Wir können es gleich mal gucken. Ist hinter der Tür was? Ich glaube nicht. Wir schauen mal rein. Nein. Okay. Oh, Metallschrott. Sehr schön. Stimmt, es gibt jetzt natürlich auch Verbesserungen für die Armbrust. Oh, und ich habe jetzt einmal Metallschrott für die Shotgun ausgegeben. Damn. Egal. Wir werden hoffentlich noch genug finden. Nochmal 12 Pillen und Medipack. Okay, warte, dann nutze ich jetzt eins. Und dann sammle ich das ein. Sehr schön. Schau mal nach, wie viele Pillen haben wir? 68, ja doch. Ist hier irgendwas für die Armbrust dabei? Ne, das sind diese Brandpatronen. Das ist für den Nahkampf. Und das war für die Lautlosigkeit. Ach, wisst ihr was, ich gehe auf Nahkampf. Ich kriege jetzt langsam das Timing fürs Ausweichen hin. Und ich glaube, da kann das nicht schaden. Was war das nochmal genau? Irgendwas mit, glaube ich, dass der erste Schlag so heavy war oder sowas. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist immer eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Schläge ist eine Nahkampfaktion mit großem Schaden. Ah, okay. Also quasi so, wenn ich eh schon im Nahkampf bin, so dann
Nach einem Kill ist der nächste Kill schon leichter umgesetzt. So ungefähr. So. Stehen jetzt hier nur Infizierte? Oder sind hier auch Klicker unterwegs? Ich glaube, das ist ein Klicker. Wir schauen jetzt gleich mal. Läuft der hier weiter geradeaus? Nee, der dreht... Ah, nee, der geht hier rein. Glaube ich. Ah, nee, der läuft da lang. Okay, okay. Dann schaue ich mal, ob ich den von hier sneaken kann. Ist hier offen? Ah, nee, hier ist gar nicht offen. Oh, aber hinter mir war, glaube ich, einer. Ja, da vorne chillt einer. Aber dann nehme ich jetzt nicht meine Armbrust. Den nehmen wir einfach so raus. Mit einem lautlosen Kill. Da gehe ich jetzt nicht das Risiko ein, dass der Bolzen kaputt geht. Also wenn der hier alleine rumsteht. Gerade diese rumstehenden Infizierten. Echt keine Bedrohung. So, ich glaube, die sind halt wirklich, die nimmt man super leicht raus. Ich glaube, die werden da nur platziert, dass wenn man entdeckt wird, dass die halt losrennen. Die sollen keine aktive Bedrohung im Schleichen sein, aber wenn man entdeckt wird, sollen sie einen quasi bestrafen. Weil die dann quasi ja aufwachen, beziehungsweise aufmerksam werden und dann natürlich auch einen verfolgen. So, ich gebe mir meine Armbrust wieder. Ich finde diese Waffe so geil. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich sehe, Abby mit Bogen wäre einfach so viel uncooler als Abby mit Armbrust. Bin ein kleiner Abby-Fan. Das werden bestimmt jetzt viele nicht so sehen, aber... Sorry für die unpopular opinion. Okay, warte mal, dreht jetzt wieder um. Ich mag mein Aim heute. Das sind Klebeband. Könnte ich das Klebeband irgendwo verbrauchen für irgendwas? Ich könnte meine Nahkampfwaffe verbessern. Aber ich habe keine... Ah, nee, da brauche ich... Ich habe keine Nahkampfwaffe. Aber ich kann Messer machen. Aber ich... Ja, komm, dann machen wir einfach mal 4 Messer. Komm, ich finde hier gerade so viel... Das habe ich nicht fertig gemacht. Ich finde hier so viele Klebebänder und Klingen. Man kann die alle nicht mitnehmen. Mensch, muss ich jetzt einfach craften. Dumm von mir. So, ist das der Safe? Nee. Den Safe haben wir noch nicht gefunden. Was ist das? 907711, glaube ich. So. Hier geht's weiter. Da steckt noch mein Armbrustbolzen. Sehr angenehm. Das ist halt das Geile bei einer Armbrust. Oder allgemein halt bei Pfeil und Bogen, beziehungsweise bei einer Armbrust. So, du verbrauchst nicht zwingend Munition. So, du killst quasi ohne Verlust. So, den kann ich auch rausnehmen. Ganz entspannt. Wir sind vorne am Bug des Schiffes. Aber ich habe noch nicht den Tresor gefunden. Den würde ich eigentlich schon gern mitnehmen. In dem Zettel stand, dass er irgendwo oben ist. Aber... Am Achterdeck hieß es ja, aber ich habe keinen Schimmer, wo bei einem Schiff das Achterdeck ist. Nee. Der Tresor ist bisher noch nicht in Sichtweite. Aber ich glaube, wir haben das Schiff jetzt... Haben wir es jetzt fertig? Warte mal, ich schaue mich mal noch kurz außen an. Aha. Sundeck. Ist das vielleicht das Achterdeck? Ich meine, es ist ein Deck. Ja, ich glaube schon. Da oben steht einer. Da ist der Safe. Da ist der Safe. So, mein Freund. Das war dein Genick. Und beim nächsten Mal schauen wir nach, was sich in diesem Tresor befindet, meine lieben Freunde. Und wir kämpfen uns weiter durchs Boot. Die Armbrust ist verdammt cool.